Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die rechtsextremistische Splitterpartei Pro-NRW hatte in der Nähe einer Moschee der Salafisten demonstriert mit islamkritischen Karikaturen. Daraufhin hatten die Islamisten die Rechtsextremen angegriffen. Beide Seiten tun offenbar viel, um Aufmerksamkeit zu erregen. In Solingen setzte die Polizei am Morgen die Durchsuchung der Salafisten-Moschee fort. Gestern hatten die Salafisten versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Dabei war es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Auch Steine flogen. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. Die rechtsextreme Partei Pro-NRW hatte zuvor bei einer Demonstration Plakate mit durchgestrichenen Moscheen und umstrittenen Mohammed-Karikaturen gezeigt, wie den Propheten mit dem Bombenturban. Für viele Muslime eine unerträgliche Provokation. Auch für den nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf Jäger hatte die Pro-NRW-Demo das Ziel, Gewalt zu schüren. Sie sind hochprovokant mit ihrer Vorgehensweise. Ich finde die Vorgehensweise insgesamt sehr erbärmlich. Die ist zu Recht beobachtet diese Partei vom Verfassungsschutz. Wir gehen konsequent gegen sie vor, wenn Straftaten begangen werden. Die Polizei wollte das Zeigen der Karikaturen verbieten, doch das Oberverwaltungsgericht Münster hob das Verbot auf. Begründung: mit den Karikaturen seien die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht überschritten. Freie Meinungsäußerung oder Anheizen des Konflikts. Fakt ist, beide Gruppen wollen durch extreme Aktionen Aufmerksamkeit erzielen. Dieses salafistische Netzwerk, beispielsweise über diese Koranverteilung, probiert eben auch Aufmerksamkeit zu kriegen durch populistische Kampagnen. Damit unterscheiden sich diese islamistischen Salafisten in keinster Weise von Pro-NRW, die eben dasselbe quasi unter unterschiedlichen Blickwinkeln bedienen. Im Internet tauchte unterdessen ein Propagandavideo der Salafisten auf. Es zeigt Polizisten beim Einsatz gegen Islamisten. Und da ist auf Arabisch zu lesen: Wir bitten Gott, die Muslime zu schützen und den Feind zu töten. Und auch Pro-NRW provoziert weiter, heute in Oberhausen. Diesmal blieb alles ruhig. Doch die Partei will in anderen Städten weitermachen. Rechte Aktivisten gegen gewaltbereite Islamisten. Diese Konfrontation wird es künftig wohl häufiger geben. Wo Geld